Brava stellt die V100 der Deutschen Bundesbahn in Epoche 3 aufs H0-Gleis, von denen heute noch auf den Gleisen der Deutschen Bahn einige Exemplare anzutreffen sind. Das Modell der V110 der DB, welches wir heute vorstellen wollen, kommt in Analogausführung. Bevor wir Ihnen das Modell in allen Einzelheiten vorstellen, zuvor ein paar Infos zur Geschichte. Die Baureihe V100 ist eine von der Deutschen Bundesbahn Ende der 1950er Jahre beschaffter Lokomotivtyp mit dieselhydraulischem Antrieb, der auf nicht elektrifizierten Nebenbahnen die dort verwendeten Dampflokbaureihen ersetzen sollte. Die Baureihe V100 wurde in drei verschiedenen Ausführungen produziert. Im Spätherbst 1958 wurden die ersten 6 Erprobungsmaschinen ausgeliefert, wobei die als V100 001 bis 005 eingereihten Loks mit einem 809 kW, das entspricht 1100 PS Motor, die V100 006 jedoch mit einem 993 kW, das entspricht 1350 PS Motor, ausgerüstet wurden. Die letztgenannte Lokomotive bildete die Grundlage für die V100.20 der späteren Baureihe 212. Nach fast 40 Jahren bewährten Einsatz musterte man die letzte Maschine im Jahr 2001 aus. Die V100-1023 wurde nach ihrer Ausmusterung in den Bestand des DB-Museums in Nürnberg eingereiht. Kommen wir jetzt zum Vorstellen der V100 von Brava. Die V100 hat die Artikelnummer 42800, ist ein Analogmodell und der Modellbahn-Shop-Lippe-Preis beträgt 161,91 €. Bevor wir die Maschine außen und innen bewerten, kurz noch was zur Verpackung. Sie kommt in der üblichen Brava-Packung daher. Die Maschine ist in einer Blisterverpackung gesichert mit zusätzlichen Schaumstoffpolstern, lässt sich auch relativ leicht herausnehmen. Die Verpackung macht trotzdem noch einen sehr stabilen Eindruck. Die Maschine ist auch sehr sicher drin aufgehoben. Die Maschine von der Umverpackung befreit habe, öffnen des Blisters, aufklappen, herausnehmen der Lok und schon war das. Dann fällt mir auch gleich noch das Tütchen mit den Zurüstteilen, Bremsschläuche, Steuerleitung etc. entgegen, die der Modellbahnfreund dann selber noch anbringen muss. Und schon haben wir unsere Maschine von der Verpackung befreit und wir können jetzt die Maschine bewerten. Zu erwähnen ist noch, liebe Modellbahnfreunde, dass natürlich der Verpackung ebenfalls eine Bedienungsanleitung und ein Ersatzteilkatalog beiliegt. Als Faltblatt ist also ebenfalls vorhanden. Kommen wir nun zu den äußeren Merkmalen der Lokomotive. Die Lokomotive in der Epoche 3, Deutsche Bundesbahn-Ausführung, kommt mit der Nummer V100-1053. Wenn wir uns die Maschine außen angucken und auch gleichzeitig die Anmutung der Maschine bewerten, ist sie also durchaus in Ordnung und als ordentlich anzuschauen. Die Maschine hat eine LED-Beleuchtung inklusive Führerstandsbeleuchtung, was sehr schön nachgebildet ist, geätzte Kühler- und Lüftergitter, die da auch besonders filigran und naturgetreu erscheinen, hat auch eine Lüfternachbildung, das heißt also Gitter und Lüfter ebenfalls sehr wunderbar zu sehen. Die Maschine hat freistehende Griffstangen. Der Modellbahner hat auch einen freien Blick durch das Führerhaus. Die Maschine hat eine Führerstandsnachbildung, kommt aber ohne Lokführer. Das heißt, also hier muss der Modellbahner nochmal Hand anlegen, wenn eine Figur, ein Lokführer, da drin sitzen soll. Ein Ausstattungsmerkmal, was bei Brava auch häufig zu finden ist, ist der Federpuffer. Die Maschine ist in der Ausrüstung pro Drehgestell mit einem Haftreifen versehen, eine Nachbildung des Rohrrahmendrehgestells inklusive Achsgetriebe. Die Nachbildung der Bremsgestänge ist ebenfalls vorhanden. Die Maschine hat keine Kurzkupplungskinematik, aber hat dafür einen NEM-Kupplungsschacht.
Als Zugussteile sind da Bremsschläuche, Heizungskupplung und Steuerleitung. Die Maschine hat ein gewogenes Gewicht von uns mit 300 Gramm. Die Griffstangen an den Auftritten sind sehr, sehr empfindlich. Sie sehen jetzt die Maschine mit abgenommenen Gehäuse. Und auch hier gibt es einiges dazu zu sagen. Das Gehäuse besteht aus drei Teilen. Und das Abnehmen erweist sich als etwas fummelige, fitzige Arbeit. Und zwar in der Reihenfolge zeige ich Ihnen das jetzt, wie das funktioniert. Nachdem Sie den Führerstand abgenommen haben, müssen Sie mit zwei Schrauben den aufgesetzten Führerstand lösen. Und erst wenn Sie die Führerstandnachbildung gelöst haben, können Sie diese beiden Enden, die Motorverkleidung sozusagen, abnehmen. Sie sind gesteckt und erweist sich auch als etwas sehr fipslige Arbeit. Hier müssen Sie sehr vorsichtig sein, damit Sie also das Gehäuse nicht beschädigen. So, bleiben wir mal beim Gehäuse. Sehr schön zu sehen an dieser Stelle ist dieses nachgebildete, geätzte Lüftergitter. Wirklich sehr filigran und ordentlich gemacht. Und wenn man dann auf die Maschine draufschauen würde, sehen Sie hier das Lüfterrad. Das dreht sich hier. Allerdings beim Analogmodell ohne Funktion, weil da kein Motor verbaut ist. Was sehen wir noch? Wir sehen die Führerstandsbeleuchtung und wir sehen hier die 21-polige Schnittstelle, die dann benutzt werden kann, um das Fahrzeug digital nachzurüsten. Apropos digitale Nachrüstung. Sie können neben der digitalen Nachrüstung des Modells auch ein Sounddecoder noch einbauen. Das ist ebenfalls möglich. Was dann aber bei der Nachrüstmaschine nicht mehr möglich ist, ist, dass die Kupplung digital bewegt werden kann. Das gibt es nur beim Digitalmodell. Gehen wir weiter. Der Mittelmotor, der hier verbaut ist, ist hier drunter unter diesem Spritzgussteil versteckt. Der Mittelmotor mit den zwei Kardanwellen, der hier verbaut ist, treibt alle Achsen an. Und damit sind wir beim Analogmodell schon fertig mit der Vorstellung des Innenlebens. So, wir prüfen jetzt die Fahreigenschaften. Es ist ein Analogmodell. Die Maschine fährt sehr sprunghaft an bei etwa 4,5 Volt. Nimmt die Geschwindigkeitsänderung sehr sauber an. Geräuschentwicklung im normalen Bereich. Das heißt also, die Maschine hat nur die Rollgeräusche zu bieten. Motorensummen oder Getriebesummen ist nicht wahrnehmbar. Kommen wir jetzt zur Prüfung der Fahrgeschwindigkeiten mit unserer Märklin Lichtschrankenmessanlage. Es ist ein Analogmodell. Das heißt also, hier können wir nicht exakt wie bei einem Digitalmodell entsprechende Fahrstufen messen oder fahren und die Geschwindigkeit ermitteln, sondern hier erfolgt die Geschwindigkeitsermittlung mit Hilfe der aufgenommenen Spannung. Wir fahren jetzt mit der Lokomotive an in der geringfügigsten Spannung, die sie hergibt. Wenn wir mal sehen, welche Anfahrgeschwindigkeit oder geringstmöglichste Geschwindigkeit erzielt wird. Die Lok wird jetzt gleich anrollen bei etwa 4,5 Volt und durcheilt die Messschranke mit 36,1 km/h. Wir erhöhen auf 7,5 Volt. Mittlerer Fahrgeschwindigkeitsbereich. Mittlerer Fahrgeschwindigkeitsbereich 85 km/h, also bei 7,5 Volt ist es schon fast in der Höchstgeschwindigkeit im Original und bei 15 Volt 239,7 km/h. Das ist natürlich entschieden zu viel. Wir können also
feststellen, dass bei 7,5 Volt und 85 km/h rund schon fast die Höchstgeschwindigkeit, die zugelassene Höchstgeschwindigkeit erreicht ist. Das Original war mit 100 km/h unterwegs. Also hier bitte Analogfahrer das Gefühl am Regler beweisen. So, liebe Modellbahnfreunde, der nächste Punkt steht an, der Zugkrafttest. Ist ja auch mal eine sehr interessante Geschichte. Unsere V100, hatte ich vorhin schon erwähnt, wiegt 300 Gramm und wir sind gespannt, welche Gewichte sie in der Ebene wegzerrt. Wir fangen mit 40 Gramm an. Die Maschine hat keine Mühe, die 40 Gramm zu ziehen. Zu erwähnen wäre noch an der Stelle pro Drehgestell ein Haftreifen. Die zweite Messreihe, wir erhöhen das Gewicht am Zughaken auf insgesamt 70 Gramm und sind wir mal gespannt, was die mit 70 Gramm macht, die Maschine. Sie packt es, ohne zu murren, 70 Gramm. So, 70 Gramm hat die Maschine gepackt. Wir sind jetzt etwas vorsichtiger. Wir haben jetzt mal um 5 Gramm erhöht und wollen mal schauen, ob die Maschine mit 75 Gramm fertig wird. Die 75 Gramm macht sie noch, zeigt aber schon den Hang zum Durchdrehen der Räder. So, die 75 Gramm hat die Maschine bewältigt. Ich sage nochmal, die Lok wiegt 300 Gramm. Wir haben nochmal um 5 Gramm erhöht und hoffen, dass sie die 80 Gramm erreicht, beziehungsweise in dem Falle bei uns in der Ebene wegzieht. Also, 80 Gramm hängen am Zughaken und wir probieren jetzt, ob die 80 Gramm die Grenzlast für diese Maschine bedeuten. Wir sehen es, liebe Zuschauer, die 80 Gramm werden gerade so bewältigt, stellen aber jetzt in dem Falle als Messergebnis die Grenzlast dar. Damit sind wir am Ende unserer Vorstellung der V100 von Brava angelangt, liebe Zuschauer. Ein kleines Fazit. Das Analogmodell zeigt äußerlich eine sehr saubere Verarbeitung. Was etwas kompliziert und fipslig ist, ist das Auseinandernehmen der Lokomotive, um an die Schnittstelle zu kommen, um entsprechend digital nachzurüsten. Das verlangt sehr, sehr viel, um das mal vorsichtig zu sagen, Fingerspitzengefühl. Aber ich denke, dem erfahrenen Modellbahner durfte das eigentlich auch ganz leicht von der Hand gehen. Die Maschine, wie gesagt, ist außen sehr sauber verarbeitet, weist auch alle Dinge auf, die diese Lok haben muss. Bedruckung, Lüftergitter, sind sehr filigran nachgearbeitet und auch der Lüfter oben, in den man reinschauen kann, ist wunderbar. Also sind eigentlich diese Hingucker bei dieser Lokomotive, bei dieser schönen Nebenstreckenlokomotive. Bei den Fahreigenschaften müssen wir natürlich einen kleinen Abstrich machen. Das ist klar, ist ein Analogmodell, die wird nicht ganz so sauber fahren wie ein Digitalmodell. Sie fährt sehr sprunghaft an, erreicht natürlich nach entsprechenden Fahrreglerstellungen die entsprechenden Höchstgeschwindigkeiten. Bei 7,5 Volt ist sie schon fast an ihrer Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h angekommen. Das ist aber auch ganz normal, hatte ich ja vorhin gerade gesagt. Hier muss das Fingerspitzengefühl des Bedieners ran, um diese Lok einigermaßen in diesem Geschwindigkeitsbereich zu halten. Alles in allem eigentlich eine sehr gelungene Streckenlokomotive im Analogbereich. Zugkrafttest hat die Maschine doch etwas überrascht, zieht sie also doch ein ganz beachtliches Gewicht weg. Ja, das Modell von Brava zu dem Preis macht eigentlich eine recht gute Figur, bis auf die Punkte, die ich genannt habe, wo man also sehr vorsichtig sein muss. Aber das dürfte dem erfahrenen Modellbahner ja kein Problem bereiten. Jetzt.